So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2 letztes Mal haben uns Trivis und Maddys Level ziemlich die Nerven geraubt. Jetzt haben wir B-Side von Counterfight vor uns. Let's go. 1:10 ist der Weltrekord. Bisher haben es 2 Abschlüsse bei 63 Versuchen. Schauen wir mal. Ich spiele auf jeden Fall New Super Mario Bros. Und es wird wohl noch nicht so schwierig sein, da es noch nicht das Level ist, wo er meinte, dass er daran ewig brauchen wird, bis er es selber geschafft hat. Insofern schauen wir mal, was hier rauskommt. Okay. Ah. Okay. Dann brauche ich den ja gar nicht. Den zweiten. Was tue ich denn? Pliss! Ah, nee, es reicht nicht. Okay, egal. So geht's ja auch. So. Nein, ich hab's wieder nicht. Ah, ich will halt immer schnell sein. Ah. Ich will halt immer meine eigenen Wege finden und nicht... Vor allem, wenn es mir zu einfach wirkt, der Normalgedachte... Vor allem, wenn mir der Normalgedachte Weg zu einfach wirkt, dann will ich einfach einen schnellen Weg finden. Das ist irgendwie so. Und dann macht er es mir eigentlich schon einfach, ne? Und dann nutze ich das auch einfach nicht. Ich weiß auch nicht, was mein Problem ist. Ich will einfach nicht mit dem Ding jetzt hier fahren, weil ich brauche das Ding halt nicht. Naja, komm, wir fahren mit dem Ding. Aber das fährt tatsächlich nur hier runter und das war's. Ah ja. Muss ich den losschicken? Brauche ich den nachher? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich brauche ich den nachher. Aber das Ding, da brauche ich halt eigentlich nicht. Aber ich bin halt einfach doof. Das kann es doch nicht sein. Ah, also ich schicke den mal los, aber ich glaube nicht, so schnell wieder abzieht. Glaube ich nicht, dass mir das irgendwas nützt. Ehrlich gesagt. Hey, wieso komme ich denn da nicht in die Lücke? Was? Wieso komme ich denn nicht in die... Das ist doch jetzt kein... Ich bin doch gerade komplett doof. Das ist doch keine Challenge in die... Die Lücke ist riesig. Spring doch bitte einfach rein. What? Warum? Ah, guck mal, das geht jetzt schon schneller. Das ist das, was ich möchte. Das kann nicht wahr sein. Alter, er könnte die Lücke noch so viel kleiner machen. Es würde immer noch gehen und ich krieg's nicht hin. Ich entschuldige mich für Non-Skill. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das gibt's doch nicht. Das ist ja peinlich. Die Lücke ist einfach zu klein für mich. Ich bin zu fett. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, jetzt geh doch einfach bitte. Dankeschön. So, jetzt gehen wir da hoch und gucken mal, ob wir das gebraucht hätten. So, was ist hier? Ein Pilz. So. Okay. Brauche ich den? Nein, eigentlich nicht. Ich brauche den... Hä? Ich brauche das komische Gefährt da unten auch nicht. Was hast du da gebaut, Counter? Was ist das? Wieso braucht man die Hälfte in deinem Level nicht?
Jetzt schaffe ich die Lücke. Jetzt habe ich sie einmal geschafft, die Lücke. Jetzt kriege ich sie immer wieder hin. Okay, also ich brauche den ganzen Quatsch und ich komme da auch so durch. Ja, ist okay. So, da unten war die Röhre. Na, verdammt. Oh. Okay, dann gehen wir so in die Röhre. Das ist auch in Ordnung. Kommen da Ranken raus? Ah, die gehen alle da durch. Okay. Kann ja hier gar nichts schief gehen. Ah, außer sowas. Oh, oh mein Gott, was ist... Du Wahnsinniger. Warum ist der da? Deswegen. Kommen die wieder? Ich komme da nicht hoch, ne? Die kommen auch nicht wieder. Ja, der Peach auch nicht. Man resettet die hier wahrscheinlich? Okay. Das ist ein bisschen wie Dings. Hier, wie heißt's? Doodle Jump. Oh. What? Okay. Hä? Das war für nichts. Also außer halt Dingen, die man sich angucken kann. Und dann war da oben noch eine andere Röhre. Okay. No. Ach so. Gut, jetzt erstmal Weltrekord holen. Jetzt soll er erstmal Weltrekord holen. Dann gucken wir uns weiter im Level um, weil das will er ja gerne. Eine Röhre habe ich da noch in der Höhle, die ich mir anschauen muss. Wobei, dann komme ich wahrscheinlich einfach nur oben wieder raus. Ah, egal, jetzt erstmal Weltrekord. Den Pilz hätte ich eigentlich gerne mitgenommen. Muss ich ja gestehen. Weil... Oh, es hat funktioniert. So, aber den hole ich mir lieber. Ja, einfach wegen solchen Geschichten. Genau wegen sowas. Nice. Okay, das okay. Das ist eine gute Zeit. Das ist eine gute Zeit. Die nehme ich. Die nehme ich. Ich habe ein bisschen getrödelt, aber nicht viel. Also, so schnell sollte der, glaube ich... Naja, wobei. Keine Ahnung. Okay, aber die Zeit nehme ich. Passt. So, jetzt wollen wir uns die andere Röhre noch angucken. Ach, guck mal, wie es auf einmal funktioniert und die Lücke kein Problem mehr. Ich verstehe nicht, was ich da getan habe. Es tut mir auch echt leid. So, da unten ist Sachen. Da ist Sachen, ja. Zum Beispiel Leben, okay. So, jetzt gucken wir mal, wo das Ding hingefahren werden. Bruder! Oh, no. Da unten rum. Okay. Also dann brauche ich das Teil auf keinen Fall. Hä? Was ist das denn? Guck mal, wie das auf einmal immer funktioniert. Genau deswegen verstehe ich nicht, was mal am Anfang mein Problem war, wo ich es einfach nicht hingekriegt habe. Ich weiß es nicht. Es tut mir echt leid, dass ich da so doof war. Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir das hier nochmal machen.
Das sah gar nicht so einfach aus, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich hatte da ein bisschen Glück, dass ich da an den Sägen so gut durchgekommen bin, ne? Das sah wirklich nicht so simpel aus. Ne, es ging sogar. Ah, toll. So, jetzt müssen wir nicht den P-Switch drücken, sondern einfach nur hochkommen. Das ist ja nicht das Problem. Genau. Da gibt es nochmal einen Yoshi und Pilz. Und wahrscheinlich diesmal einfach keinen Bonusraum. Okay. Kommt man wahrscheinlich einfach so durch die Röhre wieder raus. Kann das sein? Ja. Alles klar. Dann haben wir das auch untersucht. So, dann ist hier noch die Möglichkeit, sich eine Münze zu holen, wenn man Yoshi noch hat. Dann haben wir jetzt aber alles gesehen, oder? Ich glaube, noch mehr kann man hier nicht... Hier unten kann ja auch nichts mehr versteckt sein. Also könnten schon, aber hat er nicht gemacht. So, ein bisschen Wandsprung üben. Hier ist auch nichts mehr. Okay. Gut, dann ist das Level damit abgeschlossen. Entschuldigung für den schlechten Anfang. Ich hoffe, ich habe mit meinem danach etwas besseren Skill das wieder gut gemacht. Also, das war ja... Puh. Das war ja echt schlecht. Okay, was machen wir jetzt? Wir haben 12 Minuten. Achso, erstmal aktualisieren. Vielleicht hat sich ja was getan. Nope. Was haben wir denn bei vielversprechend so für Level? Goombrick Breaker. Was ist das? Warum bist du ein vielversprechendes Level? Alle Goombas besiegen. 75! Dieser Schuh war tödlich. Hä? Was ist in dem Schuh drin? Ein Goomba? Ah. Ach, da oben ist das Ziel. Ah, verstanden. Ja gut, aber da brauche ich eigentlich halt nicht den. Das kann ich auch so machen. Boah. Na, das geht sogar schneller so wahrscheinlich. Und dann löst er jetzt hier den P-Switch aus. Oder auch nicht. Und jetzt muss ich nochmal willst du mich foppen? Ah, das muss ich vorher machen. Das müsste ich vorher machen. Okay. Dann lösen wir die diesmal gleich aus. Und sammle ich die Münzen schon mal ein. So. Gut, die Idee ist interessant, aber... Haut mich jetzt nicht unbedingt um. Ah. Das ist halt sein Ernst. Und wenn er da unten ist, ist er doch eh komplett irrelevant.
Weil was will er da noch tun? Dann hängt er da rum. Okay. Kommt hier überhaupt irgendwas runter? Oder kann ich direkt weiter? Hä? Wieso sind denn da Schnüre? Hä? Jetzt kommen die. Oh, wow. Ist halt sein Ernst. Oder ihr Ernst, keine Ahnung. Boah, dieser Spielspaß. Ich kann mich nicht halten. Wait, mache ich es nicht gerade falsch? Ich müsste doch auf die draufspringen, dann wären es noch mehr Gumpen. Okay, es hat gereicht. Ich kann das Level nicht abschließen, weil ich den Schuh nicht mehr habe. Ich kann das Level nicht abschließen, weil ich den Schuh nicht mehr habe. Der kommt auch nicht zurück, ne? Nö. Geil! Da sind auch keine versteckten Blöcke oder so. Ich kann es einfach nicht abschließen, weil ich den Schuh nicht habe. Vielversprechend. Nee. Nee. Die Idee war cool, aber... Nee. The Shell Games. Okay. Spielen wir die Shell Games. Ach so, ich soll nicht den Pow treffen, sondern den On-Off. Sag das doch. Ich dachte, ich soll den Pow treffen. Ich sehe halt nichts, was ich... Ah. No! Nein, was? Damit hätte ich nicht gerechnet. Ah, das gibt's doch nicht.
coole Idee, ja. Das stimmt wohl. Nein! Ja gut, eigentlich muss ich nur auf den ersten achten, weil wenn der erste nicht passt, kann der Rest auch nicht passen. Dann muss der noch mit dem zweiten korrelieren. Ach, und mit dem dritten. Und so weiter. What? Huch. Lel. Also auf der anderen Seite kriege ich ihn jetzt schon, aber nicht immer. Nehm ihn doch in die Hand, Mann. Wo ist denn der On-Off? Ist doch schon wieder in der Ecke, ne? Ja, ist in der Ecke. Das kann ja nicht funktionieren, wenn die der... ich muss den losschicken, wenn der oben ist. Kann das sein? Ah, dann fällt der runter nachher. Nein! Ah, jetzt zwar genau. Ja, das war der Denkfehler, den ich hatte. Schackbonder. Ach du Schande. Kann man das denn vernünftig steuern? Oh, das wirkt, fühlt sich so Twilight Error-mäßig gerade auf. Ach so, ja, okay. Nee, verstanden. Der eine geht jetzt nach hinten. Das reicht nicht. Ah! Okay. Das könnte reichen. Nein! Oh, du bist doch doof. Jetzt aber. Nein! Oh, der hält den da zu lange. Ich muss ein bisschen eher loslassen. Jetzt. Und jetzt geh raus. Ach! War immer noch zu bald. Zu spät. Jetzt. Immer noch zu spät. Noch ein Ding eher. Okay. Immer noch zu bald. Dann mach ich jetzt mal in der Mitte vom zweiten Pfeil. Jetzt! Ja, immer noch zu bald. Das ist ja faszinierend. Dankeschön. Okay. Die Frage ist, brauche ich das zweite Springboard überhaupt? Na! Hm. Ah! Yes. Das hatten wir doch schon mal. Ah. Wait, das geht jetzt gar nicht mehr, hä? Das wollte ich nicht. Ah, das ist aber vielleicht gar nicht so verkehrt, um das zu resetten.
Aber das... Das verstehe ich gerade noch nicht. Weil der ist ja sofort kippt. Ja. Cool. Oh mein Gott. Das war purer Zufall. Nice. Ich dachte schon, wir kriegen das Ziel nicht mehr, weil die Zeit ausläuft. Sehr schön. Ja, das war von der Idee her wirklich ganz cool. Also da verstehe ich das vielversprechend. Das sehe ich auch keinen Softlock. Alles fair. Warum das, was das mit Musik zu tun hat, weiß ich nicht. Jungle Adventure The Claw. Go, go. Da, 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 da. Ah, das ist wieder einfach nur zum Anhören, ja? Ja, gut. Bisschen Orchester hätte ich jetzt schon erwartet, ne? Nee, danke. Kommt die ganze Strophe noch. Nee, muss nicht. Muss nicht. Da hätte ich schon mehr erwartet. Nö. Danke. Danke, tschüss. Ich meine, er hat die Noten getroffen, keine Frage. Was? Das sieht auf dem Bild. Nee, okay. Lieber nicht. Spin Pow. 1, 2. Was könnte denn cool sein? Tiny Puzzles Uwu. Nein. Ich glaube nicht. Under Construct. Ah ja. Ah, was denn gerade so beliebt? Das Autoswitch Castle. Was ist das? Ich hätte vielleicht die Beschreibung lesen sollen, ne? Gab's denn Beschreibung? Speed through the castle as the on-off blocks automatically. Okay. Also Speed, ja? Dann speed ich. Hä? What? Ich muss mich also nicht um den On-Off-Kram kümmern. Das macht alles... Hä? Ist das einfach nur zum Erleben, ja, weil es ist bisher nichts Schwieriges. Ah.
Es ist einfach nur zum Überleben. Bisher ist überhaupt keine Schwierigkeit dabei. LOL. LOL. Das war ja sick. Also das ist vom Bauen her wahrscheinlich enorm anspruchsvoll gewesen, das so zu timen. Aber spielerisch war es halt jetzt einfach erleben. Kein Skill. Kein wirklicher Skill dahinter. Okay. Na, also da muss man jetzt auch nicht stolz drauf sein, dass man das geschafft hat. Hey, wie kann denn das eine 17,14%, wie kann man denn da sterben? Wo? Da war doch nichts. Außer, ja gut, außer man vertraut am Anfang dem ganzen Zeug nicht und stirbt dann einfach, weil man den On-Off-Blöcken einfach nicht vertraut. Das kann sein. Gerudo Rally Seasawing. Rätselthema. Cooper Shell Grand Prix. Gucken wir uns das mal an. Win 3 races to take home the gold in the end. Okay. 3 Rennen müssen wir gewinnen. Na dann. Gewinnen wir mal 3 Rennen. Okay. Da ist das Publikum. Da sind die Kandidaten. Race 1. Und da geht das Rennen auch schon los. Race 2. Ich sollte vielleicht springen. Ich dachte, ich kann nur rennen. Ups. Hä? Ach so. Ah! Cooper hat gewonnen. Cooper wins. Na warte, Cooper. Die Idee ist cool. Kann man nichts anderes sagen. Die Idee ist cool. Gefällt mir. Gewonnen! Edgy Badge. Race 3. Jetzt kommt der Rote. Nee. Dann halt nicht. Oh boy. Und nach oben. Oh, da ist das Ziel. Yes! Ich habe alle drei gewonnen. Yeah, mein Preis. Das war cool. Spielerisch jetzt auch nicht so anspruchsvoll, aber einfach cool von der Machung her. Sehr schön. Hat zu Recht in den Platz in die beliebten Level gefunden. Super Bowl Shooter. Nee, muss jetzt nicht sein. Spaceship Armada. Sieht cool aus, muss jetzt aber auch nicht sein. RPG Adventure Comments on. Ah, okay, ich glaube, ich verstehe, wie das gedacht ist, aber wahrscheinlich ist das ein bisschen Refrain vom Commenting. Ja, das ist natürlich das Problem. Dass die Leute sich da halt einfach nicht dran halten, ne? Naja, dann ist das auch nicht so sinnvoll.
Bombershell Grand Prix 1, okay, das gab's. Ach ja, stimmt, das war der zweite, den wir gespielt haben. Okay, sieht nach einem interessanten Speedrun aus. 33% Abschlussrate, grob. Wie löse ich den aus? Wie löse ich den da oben aus? Einfach nach unten drücken? Ich kann doch durch nach unten drücken, da oben nicht den Schalter, Oder falle ich da durch, die Blöcke? Eigentlich ja nicht. Ach, ducken! Guten Morgen. Das war cool. Das war echt cool. Ja, aber ich muss mir einfach ducken, ich Doofkopf. Schön. Ja, schönes Level. Das war cool. Goomba Fight Club. Nee, das sind wahrscheinlich so lauter Minikämpfe. Muss ich jetzt nicht haben. Auto Mario. Das ist wieder was, wo ich einfach nur mit durchziehe, ohne was tun zu müssen, ja? Ja, hier auch Don't Move. Nee, sowas finde ich Quatsch. Seconds. Das klingt auch wieder nach so einem netten Speedrun. Mal gucken. Ah, ich habe mich von dem zu viele Eindrücke auf einmal. Das ist auch wieder so ein Ding, was teilweise selbst mir die Hindernisse wegräumt. Interessant. Jetzt habe ich irgendwie Quatsch gemacht. Ah, jetzt verstehe ich auch, wie das funktioniert. An der Stelle, wo man die drücken soll, also an der Stelle, wo die gedrückt werden sollten, fallen Swamps auf die Plattformen drauf, also auf die On-Off-Switches. Und damit lösen die das aus. Na, da oben sieht man die nämlich. Ah, es gibt's doch nicht, dass ich zu doof für die Stelle da bin. So funktioniert das, dass man das Timing perfekt hinbekommt. Dann ist nämlich völlig egal, wie schnell man hinläuft. Sobald man in der Nähe ist, wird er ausgelöst. Genial. Das ist ja komplett genial. Aber hier sieht man es jetzt eben mal. Hier hat man es jetzt halt mal gesehen, wie das gedacht ist. Bei dem anderen hat man es nicht gesehen. Da war es noch so ein bisschen Magic. Jetzt habe ich es verstanden, wie das gedacht ist. Genau da, wo der sich auslösen soll, ist ein Swamp, der einen auslöst. Cool. Sehr cool. Verstanden. Noch irgendwas Kurzes? Ach, wisst ihr, was wir machen? Wir gucken noch nach neuen Musikleveln.
ist das noch? Ah, es ist noch so eingestellt. Ja, nice. Muss ich nur aktualisieren. Oh. Ach so. Es ist ja nicht... Ah, dafür musste ich es dann... Kann ich es nicht nach Datum sortieren? Warum habe ich denn nur die Sachen zur Option? Niedrige Abschlussrate heißt doch eher, dass es nicht gut ist. Oder halt schwer ist und nicht, dass es neu ist. Ach so, ich müsste bei neu hingehen. Und da mit nach Musik. Aber kann ich bei neu nach Musik wieder suchen? Muss ich mal gleich mal ausprobieren. Oh no! Was? Oh no! Was? Oh no! Was? Was ist das denn? Was hat das mit Musik zu tun? Oh no! Oh no! Was hat das mit Musik zu tun? Oh no! Nee. Nee, das spielen wir nicht. T ist für Tour. Ja, also das kann ich nicht machen. Und neu kann ich nicht nach Musik so. Oh, ist das dumm. Nintendo, könnt ihr da mal bitte, auch wenn ihr mich nicht hört. Okay, Lisa. Let's go. Erster. Wir werden Erster. Ihr fällt nichts anderes ein und wir lösen das Level. Von der Lisa Wolf. Gut. Vielleicht nehme ich Anlauf. Vielleicht schwinge ich etwas mehr. Ah, vielleicht time ich auch die Koopas ein bisschen besser. Oh mein Gott! Lisa? Lisa, wir müssen reden. Hä? Lisa? Lisa! Nein! Nein, Lisa! Nein! Lisa! Hä? Lisa, wie soll ich denn jetzt... Lisa, wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Lisa. Lisa, kannst du mir das erklären, Lisa? Lisa? Lisa, was hast du getan? Lisa, hä? Oh, warte, gilt das von da? Dass ich irgendwie... Oh, das könnte gehen. Lisa! Ich habe Angst vor diesem Sprung da. Kann ich da hoch erstmal? Da kann man doch bestimmt hoch. Oh nein. Ah nein, kommt hier runter. Okay. Oh! Lisa, was ist das hier?
Ich weiß, ich habe auch Quatsch gebaut, aber Lisa, mach das bitte nicht! Mist. Okay, okay. Es muss doch am Stück gehen. Muss ich da echt hin und her schwingen? Nein, muss ich nicht. Gut. So, ich brauche sicher nur den hier. Lisa. Okay, Lisa. Ich hab das verstanden. Also doch da hoch, ja? Ach so, da muss Jana jetzt erstmal... Ah. Alles klar. Reicht das jetzt aus? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das reicht noch nicht aus, oder? Nein! Ach, komm schon, Lisa. So. Komm schon. Komm ich da überhaupt hoch? Da komme ich doch nicht hoch. Nee, da komme ich nicht hoch. Nee, dann geht das da auch nicht weiter. Was habe ich denn für Alternativen? Mehr versteckte Blöcke habe ich als Alternativen. Und jetzt? Der alleine kann ja nicht reichen. Hä? Warum spiele ich das überhaupt? Da ist was? Kann ich irgendwie so einen Koopa holen? Willst du da einen Shellchamp von mir oder was? Was will die denn da? Okay. Okay, Lisa. Wir werden dein Level nicht spielen. Was hast du denn noch so gebaut? Ist geil. Ich trau dir nicht, Lisa. Okay, ich hätte dir trauen können. Lobo, Lobo!
Ach nee, ist ja, ich habe ja gar nicht. Nichts. Ah, was tue ich? Das war Quatsch. Das war auch Quatsch. Hey. Ah, das reicht, brauche ich gar nicht. Gut. Lisa. Aber gut, die nehme ich natürlich gerne mit. Wenn ich sie denn kriege. Dann nehme ich sie gerne mit. Eigentlich brauchen wir den da oben gar nicht. Stimmt sogar, ne? Sicher ist sicher. Ja, ich muss den sogar besiegen. Nice. Gutes Level, Lisa. So, habe ich den Rekord in der Festlung. Ja, lol, ey. Achtet auf den Anfang. Meinst du jetzt das Bild hier, oder was? Weil der Anfang hier... Kann ja nicht gemeint sein. Lisa. Versteckte Blöcke sind nicht cool. Moment, wie mache ich das jetzt als großer Mario? Das ist jetzt, nichts gesagt. Nein! Aber dann werden wir Erster sein, denn noch keiner hat diesen Pilz entdeckt. Hihi. Es wird auch noch kaum einer gespielt. Hihi. Es wird auch kaum einer weiterhin spielen. Hihi. Ach, Lisa. Wir werden keine Freunde mehr. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut so.
Mensch. Toll. 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 Nee. Nein! 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 Never ever. Oh mein Gott. So. Tschüss, Lisa. War nett mit dir. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.